Bekomme ich als Bürgergeldempfänger auch Rentenpunkte? Wenn ja, wie viel sind es denn im Jahr? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe eine E-Mail-Anfrage bekommen vom 19. Oktober 2023. Ich lese mal vor. Hallo, mich würde interessieren, ob Bürgergeldempfänger auch Rentenpunkte bekommen und wenn ja, wie viel im Jahr? Mit freundlichen Grüßen und so weiter. Meine Damen und Herren, seit dem 1. Januar 2011 gibt es für Hartz-IV-Empfänger, also ALG-II-Empfänger und jetzt nachfolgend dann auch Bürgergeldempfänger, keine Versicherungspflicht mehr in der gesetzlichen Rente. Das heißt, meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen das auch nochmal, dazu hat die Deutsche Rentenversicherung auch nochmal was gesagt. Das heißt, dass hier keinerlei Versicherungsschutz mehr in der gesetzlichen Rente besteht hinsichtlich der Gutschrift von sogenannten Entgelt, also nicht sogenannten, sondern Entgeltpunkten aus beitragspflichtigen Zeiten. Vor 2011 war das Hartz IV beitragspflichtig, rentenversicherungspflichtig. Das hat die damalige Regierung aber dann gestrichen, war offensichtlich zu teuer. Dann fehlt uns ab 2011, wir bekommen ja keine Entgeltpunkte mehr als Pflichtversicherungszeiten, jeglicher Erwerbsminderungsrentenschutz. Das ist ein Riesenproblem, meine Damen und Herren. Aber eine kleine gute Sache gibt es doch noch. Zeiten des Bezugs von ALG II können unter bestimmten Voraussetzungen sogenannte Anrechnungszeiten sein. Aber immer nur dann, wenn die ALG-II-Zeit oder die Bürgergeldzeit zuvor eine pflichtversicherte Beschäftigung unterbrochen hat. Das heißt also, Anrechnungszeiten als rentenrechtliche Zeiten sind möglich. Und diese Anrechnungszeiten, Bürgergeldzeiten, können also Anrechnungszeiten unter bestimmten Voraussetzungen sein. Das muss man immer individuell im Einzelfall prüfen. Können dann für die Wartezeit 35 Jahre für eine Altersrente für langjährig Versicherte oder eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen dann auch maßgebend oder ausschlaggebend sein. Aber für die Rentenhöhe bringen diese ALG-II oder Bürgergeldzeiten dann nicht mehr allzu viel, weil sie keine Pflichtbeitragszeiten sind. Vor 2011 haben sie auch schon nicht viel gebracht, weil hier nur ganz geringe Beiträge vom Bund an die Rentenversicherung dafür gezahlt worden sind. Also meine Damen und Herren, im Ergebnis, Bürgergeldempfänger sind in der gesetzlichen Rente nicht mehr pflichtversichert, wenn sie als einzige Einnahmen Bürgergeld haben, wenn sie natürlich anderweitige Einnahmen haben aus einer versicherten Beschäftigung, zum Beispiel Minijob, dann besteht wiederum Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rente. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.